Hallo ihr Lieben, ich bin Susanne Maskat-Bader. Ich gebe Kipper-Kartenkurse und Tarotkartenkurse. Ich gebe natürlich auch Beratungen für euch. Und ganz oft wird in der Beratung eine Frage gestellt, so nach dem Motto, soll ich oder soll ich nicht? Ja? Oder wie wäre es, wenn ich oder vielleicht doch nicht? Das ist so eine ganz oft so eine Fragestellung. Es geht eigentlich um eine Entscheidung, ja, und es geht sozusagen um zwei Wege, manchmal sogar um drei Wege oder um vier Wege, um verschiedene Wege ganz einfach. Und man möchte einfach mit den Karten mal abfragen, welcher Weg ist denn der beste, okay? Übrigens, überhaupt die Situation, wenn jemand sagt, soll ich oder soll ich nicht, wird durch diese Karte trübe Gedanken gezeigt, gell? Also wenn jemand diese Karte auf sich liegen hat, dann sitzt er schon so da, oh Gott, soll ich oder soll ich nicht? Ja, das ist dieser Zustand. Übrigens, bei der Karte bedeutet er auch, dass dieser Zustand schon fast krankhaft ist, also dass jemand ganz schlecht Entscheidungen treffen kann, beziehungsweise auch einfach leicht beeinflusst wird. Eine andere Karte, die diese Gedanken anzeigt, ja, dass man sich viel im Kopfkino so macht, das ist die Karte Seine Gedanken. Ja, die zeigt auch an, dass jemand also überlegt und studiert und nachgrübelt und sagt, soll ich oder soll ich nicht? Ich habe über diese Karte auch schon mal ein Video für euch gedreht. So, aber heute wollen wir jetzt mal tatsächlich das sozusagen legen mit einem Legesystem, soll ich oder soll ich nicht? Und das ist jetzt die Frage, ob das ist egal, ob ihr euch die Frage stellt, soll ich jetzt nach Hamburg ziehen oder nach Berlin oder soll ich Peter oder Jürgen heiraten oder soll ich mich vorstellen da bei der Firma oder nicht? Ja, das ist ganz egal. Es gibt ein Legemuster dafür, das heißt der Kompass. Okay, das zeige ich euch jetzt gerade hier mit dem Kompass. Und zwar brauchen wir da nur vier Karten. Die erste Karte sagt also, darum geht es. Ja? Die zweite Karte sagt, so geht es los. Und es zeigt also immer, wie ich mich dann in dieser Situation zeigen würde oder verhalten würde. Also angenommen, ich will einen neuen Job haben. Ja? Und ich überlege mir jetzt, soll ich mich bei Firma X bewerben? Okay, dann würde es darum gehen, worum geht es mir wirklich? Ja, so bei dieser neuen Arbeitsstelle, dann so trete ich nach außen auf. Ja, also so geht es für mich los. Und die Reaktionen ist dann immer das Umfeld. Also in dem Fall ist es dann sozusagen der Arbeitgeber. Und worauf läuft es hinaus? Also wie wäre das denn oder wie geht es denn dann weiter? Hier gleich ein extra Tipp. Bitte tut dieses ganze Kartenbild immer vorher eine Zeit benennen, auf was ihr da gucken wollt. Ja, zum Beispiel maximal würde ich sagen die nächsten 3 Monate. Ja, also nächsten 3 Monaten, wenn ich mich bei Stelle X bewerbe, was ist dann? Ja? Bitte macht nicht den Fehler, dass ihr sagt, soll ich mich bei Stelle X oder bei Stelle Y bewerben, sondern sagt erstmal, wie schaut es aus bei Stelle X, dann tut ihr die ganzen Karten wieder zusammen und dann legt ihr neu wieder auf Stelle Y. Ja? Und dann könnt ihr auch nur auf Stelle Z oder sonst was legen, aber bitte keine Doppelfragen. Es muss immer eine einzige Frage sein. Ja? Also jetzt haben wir die Frage, wir nehmen jetzt mal gleich diese Sache, soll ich mich bei der Firma X bewerben? Die nehmen wir jetzt mal gleich. Und wir sagen, was würde dann innerhalb von 3 Monaten passieren? So, und dann nehmt ihr einfach die Karten. Die Frage ist klar, ja, soll ich mich da bewerben? Und dann legt ihr einfach 4 Stück raus. Also ich ziehe jetzt hier einfach so 4 Karten. 1, 2, 3, 4. So, jetzt schauen wir mal, wie das mit unserer Stelle da wird. Gell? Gut. Okay, so, also jetzt haben wir auf den ersten Platz legen, darum geht's. Ja? Jetzt sagt mir das als Berater schon aus, dass derjenige, der sozusagen da eine neue Stelle sucht, eigentlich schon auf dem Weg ist. Ja? Also der ist schon auf dem Weg, eine Reise heißt ja auf dem Weg sein auch, ja, der ist schon unterwegs und hat das schon langsam mal angestoßen, dass er sich von seiner alten Arbeitsstelle wirklich wegbewerben will. Der will weg. Definitiv, ja. Wenn er sich bewirbt bei dieser Stelle X, ja, dann heißt es, so geht's los. Er meldet sich also dann, sagt wirklich, hallo Leute, ich suche Arbeit. Das kommt ja wirklich die Arbeitskarte, okay. Jetzt kommt da die Reaktion raus, also das wäre dann sozusagen der Arbeitgeber. Und jetzt sehen wir da schon traurige Nachricht und das könnte man in dem Kontext übersetzen. Enttäuschende Nachricht, also das wird wohl nichts, ja. Aber worauf läuft es hinaus? Und das finde ich ganz interessant, da hinten, da kommt nämlich die Karte mit der Selbstständigkeit, ja. Also dieses Haus bedeutet für mich ganz oft, dass dieser Mensch auf jeden Fall geeignet ist, in die Selbstständigkeit zu gehen oder auf jeden Fall einen Führungsanspruch
hat. Oder auch diese Bedeutung hier auf diesem Platz würde auch bedeuten, da gibt es noch eine andere Firma. Das könnte man auch sagen. Ja? Also jetzt wissen wir schon, wenn er sich da bei der Stelle X bewirbt, okay, dann wirkt er da sehr aufgeschlossen. Er wirkt wirklich für die Arbeitsstelle geeignet, aber der passt halt jetzt im Moment gerade nicht hin. Aber er kommt auf jeden Fall in eine Firma. Okay? Oder er könnte sich auch selbstständig machen. Je nachdem, was er jetzt vorhat, ob er sich jetzt selbstständig machen möchte oder vielleicht in eine andere Firma bewirbt, ist, könnten wir jetzt die nächste Frage draus machen. Jetzt könnten wir also wirklich tatsächlich legen, okay, wie wäre es denn, wenn du jetzt zum Beispiel bei Stelle Y dich bewirbst? Ja? Wenn da beides mal nichts hinten rauskommt, dann könnte man wirklich sagen, okay, wie wäre es denn, wenn du dich selbstständig machen würdest? Oder wie wäre es denn, keine Ahnung, nochmal eine ganz andere Alternative? Oft ist es nämlich so, wenn die Leute zur Beratung kommen, dann haben sie halt nur eine einzige Vorstellung. Also das ist die Lösung und da muss jetzt praktisch das Kamel durchs Nadelöhr. Als guter Berater, da weißt du aber, okay, es gibt oft viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Lösungen im Leben. Es gibt nicht immer nur den einen für dich vermeintlich richtigen oder geraden Weg. Und so könnt ihr mit diesem Kompass praktisch ganz viele Entscheidungen schon mal so abklopfen. Ja? Und nochmal, es ist egal, in welchem Kontext ihr die Frage stellt. Es muss nur so gestellt sein, dass es eine einzige Frage ist und keine Doppelfrage. Ja? Sondern eine Frage, also soll ich nach Hamburg, soll ich nach Berlin, soll ich nach Bremen, okay? Immer extra abklopfen, okay? Und wenn die Karten dann zeigen, hey, da steht vielleicht noch was ganz anderes dahinter, dann können wir ja da einfach weiter fragen. Ja, ihr seht, mit 4 Karten allein kriegt man schon wirklich sehr, sehr, sehr gute Ergebnisse hin. Wenn euch das interessiert, dann kommt doch in einen meiner Kurse. Oder abonniert zumindest meinen Kanal hier. Da könnt ihr nämlich immer wieder Beispiele sehen, Beispielslegungen. Ich erkläre auch immer einzelne Karten. Und ich freue mich jetzt über ein Like und bis ganz bald mal wieder.